Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier in der wunderschönen Kölner Innenstadt, sitzen im Heimarkten Reuters am Brüsseler Platz mit der Rap-Legende MC René, auch René genannt. Wie geht's dir? Ja, alles entspannt. Wunderschöner Tag am Chillen und ich freue mich aufs Gespräch. Ja, da hoffen wir, dass es cool wird. Am besten stellst du dich erstmal ein bisschen vor, was du zurzeit so treibst. Mein Name ist MC René, Hip-Hop-Künstler seit Stunde 1, seit den 90er Jahren. Und weswegen ich heute ja auch hier zu Gast bin in eurer Show, hat halt den Grund, dass ich vor 4 Jahren meinen Hausstand aufgelöst habe in Berlin. Habe praktisch nochmal von vorne angefangen, habe alles verschenkt und mir stattdessen eine Bankart 100 gekauft und bin dann mit dem Zug durch Deutschland gereist, um wieder praktisch zurück auf die Bühne zu kommen. Und mittlerweile ist es so, dass mich der Weg wieder zurück zur Musik geführt hat. Aber zu diesem Thema meiner Reise gibt es auf jeden Fall eine Menge Gesprächsbedarf. So. Von daher wird sich meine Vorstellung auch, denke ich mal, aus dem Talk heraus ergeben. Wunderbar. Auf deine Reise kommen wir gleich zu sprechen. Fangen wir erstmal an. Ich nehme Bezug auf dein Lied Was wird morgen sein? Die Frage ist, was ist heute? Das ist ja immer eine Perspektivenfrage, weil man ja auch heute wieder fragt, was wird morgen sein? Damals war ich 17. Und wir waren auf Klassenfahrt und dann waren wir in Berlin und dann war da so eine Plakatwand in der U-Bahn und da standen diese Fragen und ich hatte parallel dazu dieses Konzept mir schon ausgedacht, was wird morgen sein, ist das morgen so, ist das morgen so, einfach so auch Fragen, die man sich auch als junger Mensch auch stellt und so, was ist mit der Welt, was ist mit der Gesellschaft, was ist mit der Umwelt, was ist mit der Politik, da Rap ja auch immer auch schon unter anderem ja auch immer auch so einen gesellschaftskritischen Touch haben kann. Mich hat das beschäftigt und dann habe ich dieses Lied geschrieben. Und viele Dinge, ich habe es mir letztens selbst nochmal angehört, die sind ja tatsächlich auch so eingetroffen, aber das sind jetzt nicht Fragen, die jetzt nur ich mir gestellt habe, sondern auch viele andere. Und manchmal ist man sich auch nicht über die Tragweite dessen bewusst, was einem vielleicht früher schon mal klar war. Von daher ist es ja ein sehr komplexes Thema, wenn man über die ganze Welt redet, weil jeder ja auch irgendwie so in seiner eigenen Welt lebt. Von daher frage ich mich heute immer noch, was wird morgen sein? So, auch wenn sich einige Fragen beantwortet haben oder andere Fragen wieder neue Fragen aufgeworfen haben. Dann frage ich dich jetzt, was wird morgen sein? Morgen ist auf jeden Fall halt meine Freundin Geburtstag und ich hoffe, ich kann dir einen schönen Tag heute machen. Ansonsten irgendwann habe ich auch aufgehört zu fragen, was morgen ist. Ich finde, man sollte sich auch viel damit beschäftigen, was heute ist. Weil auch dieses Verlagern in die Zukunft oder in der Vergangenheit leben und so, sind immer relative Extreme. Ich versuche eigentlich eher, mich schon zu konzentrieren, was ich morgen erreichen kann oder wohin ich morgen gehen kann. Aber vor allem versuche ich, meine Aufmerksamkeit in dem Moment zu lenken, wo ich mich gerade befinde. Weil oft vergessen wir das, weil das ist eigentlich die einzige Realität, die es gibt. Alles andere ist nur unserem Bewusstsein verschuldet, dass wir uns vorstellen können, in der Vergangenheit zu leben und an morgen zu denken. Und dabei vergessen wir, was heute ist. Ja, deswegen hast du wahrscheinlich auch dein Lied geschrieben, Mein Leben ist ein Freestyle, was wahrscheinlich genau das aussagen soll. Oder gibt es da noch eine andere Message? Naja, in erster Linie ist es natürlich auch eine Hommage an die Hip-Hop-Kultur an für sich, weil ich ja aus dem Freestyle komme. Das improvisierte Rappen ohne vorgeschriebenen Text aus dem Kopf heraus. Es war aber auch irgendwie im Nachhinein so wie so eine Klammer um diese ganze Reise. Mein Leben ist ein Freestyle, der improvisierte Moment. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ist ja auch ein Zitat. Ich habe mich da selber drin wiedergefunden. Als der Beat entstanden ist, hatte ich nur diesen Satz. Und als ich diesen Satz hatte, war das wie eine Zusammenfassung meines Lebens. Aber es ist eine Hommage auch an Hip-Hop, an das, was es auch sein kann. Aber in erster Linie ist es auch Lebensfreude. Die Liebe zu Musik und auch die Liebe, kreativ zu sein, seine Gedanken zu benutzen, seine Fantasie zu benutzen. Und von daher bezieht sich der Satz auch auf viele Leute, die eben immer versuchen, alles durchzuplanen. Ihr Leben skripten nach einem 5-Jahres-Plan, versuchen die Dinge durchzuziehen und oft auch nicht davon abweichen, aber manchmal muss man eben auch mal nach links gehen, auch wenn man die ganze Zeit rechts gelaufen ist, sich selber überprüfen, nicht immer mit der Masse mitlaufen. Deswegen ist mein Leben ein Freestyle und da habe ich praktisch den Slogan für mein künstlerisches Schaffen und meine Lebensphilosophie damit mal irgendwie auf den Punkt bringen können, weil das kann man sowohl als Hip-Hopper fühlen, als auch als Mensch, der auch irgendwie versucht,
sein Ding durchzuziehen, ganz einfach. Wunderbar. Dann fragen wir trotzdem mal, hast du Pläne für die Zukunft? Wie sieht dein 5-Jahres-Plan aus? Ja, Mann, wir leben ja in einer Gesellschaft des Zugzwangs und in diesem muss ich mich ja auch fügen. Und auch als freischaffender Künstler, der ja auch nicht diese Sicherheit hat, obwohl Sicherheit ja auch eine Illusion ist an für sich, aber ich muss praktisch mich selber um Dinge kümmern. Ich habe keinen Chef, der mir sagt, okay, komm morgen zur Arbeit und dann hast du Schluss und am ersten ist das Geld drauf, sondern ich bin praktisch selber mein eigener Chef, was vieles schwieriger macht. Ich versuche halt an Dingen zu arbeiten, also an Struktur, dass ich mein Leben leben kann mit dem, was ich mir ausgesucht habe zu machen. Und das ist nicht immer einfach. Und was ich gerne erreichen will, ist, dass ich mich in einer Spirale befinde, wo ich die Sachen machen kann, auf die ich Bock habe. Und dazu gehört in erster Linie auch mal Nein zu sagen und nicht dann für ein paar Scheine den Job zu machen, nur weil du denkst, dass es dir was bringt. Weil wenn du das immer so machst, bist du nur noch ein Dienstleister. Und ich habe lieber was zu sagen und will das den Leuten rüberbringen. Und ich versuche daran zu arbeiten, dass die Musik, die ich mache, die Leute erreicht, die es erreichen soll und so. Und das hat viel mit Beständigkeit zu tun und aber auch mit kleinen Schritten. Ich versuche immer, meine Produktivität aufrechtzuerhalten und kontinuierlich Output zu machen. Weil wenn du viele Songs zum Beispiel schreibst über verschiedene Themen und die sind dann noch nicht fertig, dann bleiben die liegen und du musst die fertig machen, releasen, um dann wieder die Last von deinen Schultern zu nehmen, um wieder den Blick auf das zu richten, was jetzt ist. Und ich versuche eigentlich immer in diesem Prozess, mich zu bewegen. Und dazu gehört es auch, dass man ein gutes Team hat von Menschen, die auch ähnlich denken. In Netzwerken arbeite ich auch, wie viele Leute auch. Mein Beruf könnte man nicht sagen, dass ich ein Rapper an für sich bin. Ich bin dann auch vielleicht ein Autor, ein Geschichtenerzähler, ein Entertainer, möchte gern Philosoph. Was weiß ich, also jemand, der einfach versucht, durch den Hustle des Lebens seinen eigenen roten Faden zu finden. Yeah. Kommen wir noch einmal zu deiner Musik. Dein letzter Track, Prince von Nike Air, erzählt von der, ich nenne es einfach mal, Gleichschaltung einer bestimmten Hipster-Kultur in unserer Jugend, Schrägstrich Mitteljugend bis Älteren. Was genau dahinter ist die Message? Ja, die Message ist in erster Linie, wenn man das kritisch sieht, alle versuchen, individuell zu sein und sind trotzdem gleich. Und auch, dass sich viele ja auch über diese Äußerlichkeiten definieren, über ihren Status und über ihre Tätigkeit, als jetzt über ihre Persönlichkeit und so. Und sich natürlich auch hinter Attitüden verstecken, die andere vorleben. Und es ist halt aber auch eine Bezeichnung auch für diese Oberflächlichkeit und für das große Mitläufertum unter Leuten, die halt irgendwie up-to-date sein wollen, so, weißt du? Heute bin ich das und morgen bin ich das. Eigentlich ist es die klassische Wannabe-Story, so, weißt du? Du bist ein Wannabe. Ob du nun möchte gern Skater bist oder möchte gern Musikkritiker oder möchte gern Blogger oder so. Aber es ist so, in uns allen steckt ein bisschen Prinz von Nike Air. Also so, ich nehme mich ja auch nicht aus der Rechnung raus. Ich versuche ja auch irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Aber man muss sich selbst treu bleiben. Und wenn alle gleich sind so, wer unterscheidet sich dann noch? Nach dem Motto, wenn ich nicht das Original bin, ist auch keiner die Kopie. Guter Satz, guter Satz. Kommen wir zu deiner Reise. Was war für dich damals der ausschlaggebende Faktor, zu sagen, ich verkaufe alles, setze alles auf eine Karte, wie du auch in deinem Buch das Gleichnamige schreibst, und als Stand-up-Comedy durch die Lande zu reisen? In erster Linie war es Frustration und große Unzufriedenheit mit der Situation, in der ich mich befunden habe. Ich habe in einem Callcenter gearbeitet, weil ich natürlich mit dem, was ich an Ausbildung habe in der Gesellschaft, ja keinen anderen Job kriegen kann, außer der irgendwas mit Labern zu tun hat. Und da ist ja natürlich auch das Callcenter sofort da. Ich war halt nicht in der Lage, ich habe ja schon meinen Traum von der Musikkarriere gelebt, aber der war dann irgendwann ausgeträumt und dann musst du der Realität ins Auge blicken, die Miete bezahlen, die laufenden Kosten. Und somit war ich im Callcenter und war Stefan Eckert, weil das im Callcenter Reni Elkers Reihe keiner verstanden hat. Und der ausschlaggebende Punkt war einfach die Angst, es hat was mit Angst zu tun, dass man dann immer da bleibt. Ich wollte es für ein halbes Jahr machen, auf einmal vergeht man schnell ein Jahr und man gewöhnt sich auch an Dinge. Warst du da? Vor 2 Jahre. Oh, okay.
Und dann hatte ich halt diese verrückte Idee und ich dachte, ich versuche jetzt nicht zur Musik zurückzukommen, sondern ich will versuchen, alles auf Reset zu stellen. Und da dachte ich, ich hatte keine Ahnung, aber ich werde jetzt Stand-Up-Comedian, um überhaupt auch der Reise ein Ziel zu geben, um zu sehen, was passiert. Und das Konzept der minimalen Fixkosten war halt ohne Wohnung, Bankart 100 und diesen verrückten Plan. Und diese Abenteuerlust, die hat mir wieder eine Perspektive eröffnet, die ich im Callcenter nicht mehr gesehen habe. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Mein damaliger Mitbewohner hat gesagt, jedem anderen würde ich davon abraten, außer dir. Vielleicht war er froh, dass er mich los war. Meine Mutter hat gesagt, typisch mein Sohn. Und viele Freunde haben mir im Nachhinein gesagt, als ich denen das erzählt habe, jetzt, ich wäre völlig durchgeknallt. Aber im Grunde genommen, diese Euphorie auch, ins kalte Wasser zu springen, so, das hat mich nicht mehr losgelassen. So. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, als ich die Idee hatte. Und irgendwie wusste ich, ich muss es tun. Weil ich kann ja dabei scheitern und ich kann ja dabei versagen. Aber schlimmer ist, wenn ich später sage, ich hatte mal eine geile Idee, aber ich habe es nicht umgesetzt. Ich kann dann besser meinen Frieden damit machen, auch wenn das alles nichts geworden ist, was ja zum Glück nicht der Fall war. Deine beste Anekdote aus den 3 Jahren Reise? Ja, ist so schwierig, sich auf Anekdoten runterzubrechen. Es gibt verschiedene Geschichten, halt so verpeilte Geschichten. Du stehst halt am Gleis und merkst, du hast den letzten Zug verpasst, hast keine Kohle und weißt nicht, wo du pennen sollst. So. Und dann gehst du halt in irgendeinen Club, versuchst eine Braut anzubaggern. Damals war ich noch Single und erzählst die Story so und kamst du so vor, so wie Indiana Jones. Und so, yeah, ich habe keine Wohnung, ich bin der Nomade der Gleise. Und die so, ja, du Obdachloser, ne? Und dann irgendwie kommen dann so Typen an und ich dachte, scheiße, jetzt habe ich in der falschen Stadt die falsche Braut angelabert und krieg einen auf die Fresse. Und dann fragen die mich, bist du MC René? Und ich dachte, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, wer ich bin. Und dann blieb mir nichts anderes übrig und dann haben die gesagt, ey, die kennen dich, und hatte mehr Glück als Verstand. Also die Situation war meistens immer spannend, wo du nicht wusstest, wo du heute pennst und so. Und ein bisschen habe ich aber auch diese Ungewissheit herausgefordert, so. Weil ich wissen wollte, was passiert, wenn man nur auf sich alleine gestellt ist. Und meine finanziellen Ressourcen waren ja auch stark begrenzt und so. Also habe ich auch zum Teil Pornosynchron gemacht. Eine Freundin von mir, die hat die Drehbücher übersetzt und hat mich dann angesprochen, aufgrund meiner stimmlichen Qualitäten, ob ich nicht Lust hätte, mich in eine andere Rolle reinzuversetzen. Und ich habe das auch wie so ein Experiment gesehen. Ich kam mir dann ein bisschen vor wie Günther Wallraff. Ja, ich decke jetzt die Missstände der Pornoindustrie auf. Aber dass es dann auch ein bisschen Geld gab, war witzig und so. Aber das sind ja alles Prozesse von Geschichten, die sich entwickeln, weil sie einfach entstehen. Und ich wollte Geschichten sammeln, um überhaupt was zu sagen zu haben, um in Bezug auch zu treten zu dem, was wirklich hinter den Kulissen abgeht. Und das sind halt eben Sachen, halt, das ist ja nicht mehr die richtige Privatsphäre. Aber es hat mir nichts ausgemacht. Ich habe gemerkt, ich hänge gar nicht so an materiellen Dingen. Und es fiel mir erstaunlich leicht, wirklich alles wegzugeben. Und einfach nur, hey, hier bin ich so wie ich bin. Und entweder es läuft gut oder es läuft schlecht, aber wie es läuft, ich werde es so hinnehmen, weil ich die Konsequenzen für diese Entscheidung tragen werde und auch getragen habe. Ne? Wie viel Stefan Eckert steckt noch in dir und wird er irgendwann wieder zurückkehren? Stefan Eckert ist sowas von back, ey. Ich bin jetzt im Haushalt tätig, ich wasche ab, ich arbeite an meinen T-Shirt-Zusammenfaltungsskills, ich gieße die Blumen so, ich lebe den Shit. So. Ich reg mich auf, wenn einer im Balkon zu laut telefoniert. Das Gefühl, wieder sesshaft zu sein, so, es ist ja für mich auch eine Umstellung gewesen. Und deswegen brauche ich auch weiterhin meine Bankart 100, damit Stefan Eckert, das ist wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, so, ne? MC René, Stefan Eckert, so. Manchmal ist der, manchmal ist der, so. Früher im Zug, so, wenn einer seine Füße auf den Dingens gemacht hat, auf den anderen Sitz gemacht hat, habe ich auch gesagt, ey, es gibt Leute, die wohnen hier, so, weißt du. Und das klingt wie ein Gag, aber manchmal ist auch viel Wahrheit drin. Also Stefan Eckert ist sozusagen, wenn ich halb Marokkaner, halb Deutscher bin, sozusagen meine klischee-deutsche Seite, der Typ, der immer alles abwägt, der Typ, der mit dem Verstand denkt, der skeptisch ist, der sich nach Struktur sehnt, so. Und es ist immer ein ständiger Kampf so zwischen diesen beiden Charakteren. Ich habe das jetzt mal für mich definiert so und auch ein paar Tracks gemacht und so und in der Richtung. Aber Stefan Eckert, was soll ich sagen, so richtig tot zu kriegen ist er nicht. Ja, ich glaube, so ein bisschen Stefan Eckert steckt ja in uns allem und die Frage ist ja, in welche Richtung lassen wir uns hinreißen? Ja. Das ist das Ding.
Warum kein 9-to-5-Job? Ich denke nicht, dass ich dafür geschaffen bin, weil auch wenn es ums Musikmachen geht, ist es ja nicht dieses 8-Stunden-Ding, sondern du fängst halt an und bis du ein Ergebnis hast. Manchmal geht das ein paar Nächte, dann braucht man aber auch wieder freie Zeit, also Luxus ist freie Zeit, in der man wieder auch lebt und beobachten kann. Und gebunden zu sein an etwas, was auch deinen Fähigkeiten widerspricht und ist halt auch fühlt sich für mich eher wie auch Gefangensein an. Es gibt aber Leute, die brauchen das und Leute, die sind auch dafür gemacht. Ich bin es irgendwie nicht. Es ist einfach, ich habe keine Lust, mit Leuten zusammenzuarbeiten, so auf die ich hören muss, wenn ich die nicht respektiere. Schwierig für mich, mit Autoritäten dann auch richtig umzugehen. Aber es ist einfach nicht meins. Das Konzept ist ja auch nur ein Konzept von vielen Möglichkeiten, seine Arbeitszeit einzuteilen. So eine Arbeit ist für mich keine Pflicht, sondern das sollte man dankbar sein, dass man arbeiten kann und so. Ich trage halt was zur Gesellschaft bei, indem ich Musik mache und Geschichten erzähle und irgendwer daraus vielleicht was gewinnt oder auch nicht. Und von daher will ich lieber meinen Beitrag am Mic leisten. Tust du gerade super. du hast ja quasi alles miterlebt von dem Oberhype bis, sag ich jetzt mal, die Oberbrokenness, wenn es auch nur eine geistige war. Wo ging es dir am besten? Also mit oder ohne Geld ist die Frage. Ja, es gab auch Zeiten in der Musiksache, wo auch viel Geld verdient wurde durch gut bezahlte Bookings. Wenn ich meinen jetzigen Zustand oder wie ich mich gerade fühle, vergleiche mit damals, habe ich vielleicht nicht ganz so viel, aber eigentlich bin ich reicher. Aber die Ausgewogenheit auch, ne, zwischen dem Einkommen, womit man normal leben kann und ich nicht jeden Cent umdrehen muss, das ist schon auch gut, weil es dadurch hast du mehr Möglichkeiten. Aber es ist nicht das Geld, es ist eher, weißt du, so für viele die frustrierende Erkenntnis, wenn sie es dann geschafft haben, merken, dass sich dadurch eigentlich nichts geändert hat, außer vielleicht finanzielle Parameter oder Möglichkeiten daraus. Aber wie es dann in dir aussieht selber, das ist auch ein Thema, was mit Gesundheit zu tun hat, ein Thema, was mit Freundschaft, mit Umfeld zu tun hat. Und der wahre Erfolg ist eher so eine 360-Grad-Aktion so der eigenen Person, dass man alle Dinge versucht, in so einen gewissen Gleichklang oder in so ein Gleichgewicht zu bringen. Und das muss einfach stimmen. Und dann ist das ist Erfolg, finde ich. Und nicht diese ständige Vergleichen. Du hast was und du willst mehr. Ein anderer hat noch mehr. Ich will auch mehr. Manchmal ist das auch ein guter Antrieb, um halt auch diesen Biss zu behalten. Aber es ist auch eine negative Energie. Ständiger Neid und der ständige Vergleich. Und das ist so wie nimmer satt sein. Du bekommst einfach den Mund nicht voll. Und ich sage einfach so, ey, zurück zum Minimum. Ey. Wunderbar. Das kann ich nur unterschreiben. Wie lautet deine Definition von Freiheit? Ich glaube, Freiheit ist eine Sache, die eigentlich die Menschen nicht wollen. Die Menschen wollen Sicherheit und Bequemlichkeit. Freiheit muss man sich auch nehmen und man muss auch die Freiheit, die Konsequenzen der Freiheit muss man tragen. Freiheit ist nicht gleich Freiheit so. Ich bin frei, weil ich hier in Deutschland geboren bin und den Status des Passes habe, der mich nur, ich habe nichts dafür getan, nur von der Geburt an hat das alles seine Rechte und Pflichten. Wir sind nicht frei. Wir haben nur einen größeren Radius, eine gewisse Freiheit auszuleben, die uns ein System gestattet. Und wenn du ausbrichst, dann musst du die Konsequenzen tragen, so weißt du. Aber meine Definition ist, boah, ey, schwierig, solche Sätze einfach so jetzt rauszuhauen, aber... Naja, Freizeit ist Teilzeit Zeitarbeit. Lass doch. sind die Menschen hierzulande frei? Ich denke, wir sind privilegiert. Also wir sind sehr privilegiert. Und wenn man das zu schätzen weiß, ich kann hier auf die Straße gehen, ich kann meine Meinung öffentlich kundtun.
Es ist schon eine sehr privilegierte Situation für die Mitmenschen. Aber es hat auch was mit deinem eigenen Geist zu tun. Also viele sind ja auch gefangen in ihrem Kopf, auch wenn sie sich frei bewegen können und frei reisen können. Aber das zu schätzen wissen, so auch, das ist auch ein Luxus, dass man die Möglichkeit hat, das zu schätzen. So. Aber zu viel macht auch nicht unfrei, weil man bindet sich. Man bindet sich an Verbindlichkeiten in Bezug auch auf Raten, die man auf Häuser zahlt oder auf Sprit, den man für sein Auto braucht. Man macht sich auch abhängig vom Konsum. Wie sieht dein Utopia aus? Oh. Dass wir irgendwann außerirdisch hier landen, dass wir zusammen in Frieden mit denen leben. Okay, dann hoffen wir es mal, dass sie uns gut gesonnen sind. Drei Dinge, die du auf der Welt ändern könntest, was wäre das? Ich könnte? Ja, wenn du es könntest, was würdest du ändern auf der Welt? Oh. Also, dass wenn das technologisch möglich wäre, erneuerbare Energien, dass es unabhängig von der Lobbyindustrie für jeden Mensch zugänglich ist, dass jeder theoretisch auch ein Selbstversorger sein kann, sowohl vom Strom als auch jetzt von der Nahrung und so. Das, sage ich mal, das Gesundheitssystem, auch wenn das, vielleicht ist das auch unter der Kategorie Utopie, dass jeder genau das Gleiche bekommt, dass die Nahrungsmittel, wo alle Menschen ernährt werden können, auch, dass das auch tatsächlich für alle ist. Und wir haben ja eigentlich schon alles da, um alle zu versorgen. Und ich glaube aber, das hat was mit einem, mit einem geistigen Umbruch im Geist des Menschen zu tun. Das hat auch schon was mit Evolution zu tun. Und wenn diese Evolution tatsächlich stattfindet, dass der Mensch auf einmal so denkt und alle voll so Dalai Lama-mäßig unterwegs sind, dafür muss man aber das Ego, töten. Weil das ist ja das Problem. Und ich bin da auch Teil des Problems. Und wenn ich das schaffe, darüber hinauszugehen, auch eine privilegierte Position so, jetzt zu sagen, ja, ich werde gerne teilen. Aber wenn jetzt zum Beispiel drei Menschen, Jesiden, aus Syrien vor meiner Tür stehen und so, ja, die sollen jetzt hier pennen, so, weil wir müssen ja alle füreinander da sein. So. Weißt du, was ich meine? Wie ist man dann auf einmal, wie tolerant ist man dann? Oder so. Aber das zu können, ist natürlich auch, das ist die Veränderung. Ne? Aber... Wunderbar. Ja, das war's auch schon. Dann haben wir noch ein kleines Geschenk für dich. Ach, wirklich? Und zwar die Ethik der Freiheit von Mori Rothbart. Das ist quasi so... Echt? Das ist für mich jetzt unschuldig? Das ist für dich? Nein, das darfst du behalten. Das ist quasi das, was das Kapital für die Kommunisten ist quasi die Ethik der Freiheit von Rothbart für die Anarcho-Kapitalisten. Mhm. So. Ja, ich lese mir das mal durch, aber danke. Bitte, bitte. Ich hoffe, du hast Spaß dabei. Ist halt die Definition der Freiheit drin, wissenschaftlich dargelegt. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich habe zu danken. War auf jeden Fall fett mit dir. Dann noch einen schönen Tag, wa? Ja, geil. Ja, cool. Hast du alles drauf, ne? Ja. Darf ich das so zusammenbauen? Aber wenn das kann man. Ja, ich bin auf jeden Fall der Einzige.